Mr. Trump, Mr. Trump, warten Sie auf mich, Mr. Trump! Ich habe nicht die Unterlagen, die Sie wollten, aber der alte Mann hat gesagt, wenn ich ihn massiere, bekomme ich seine Kronjuwelen. Schauen Sie mal, ich habe hier eine Krone für Sie. Warten Sie doch. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ah, okay. Freunde, hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Amazing Frog. So, ich bin heute ein Räuberfrosch, ganz elegant gekleidet, sexy und motiviert, wie immer. Oh, ah. Fallen wir natürlich um. So, was sind unsere Aufträge eigentlich? Wir könnten natürlich weiter Sprit sammeln. Ich spring mal hier eben auf ein paar Autos, um zu gucken, ob wir gerade hier dann beim Neustart mal so ein paar Benzinkanister frei popeln können. Und sollte das der Fall sein, dann gehen wir jetzt zuerst mal an die Rocket und tanken gleich ein bisschen. Jawohl, da ist schon mal einer rausgeflogen. Ist schon mal gut. Da war keiner. Und hier vielleicht. Oh, direkt zwei Kanister. Das ist schön, das ist schön. Und, kriegen wir noch einen? Nee, oh, ah, okay. Okay, dann sammeln wir die doch erstmal. Drei Kanister. Wir haben drei Kanister. Cool. So, oh, da musst du ja jedes Mal, musst du jetzt einen Kilometer weit latschen. Das ist ja grausam. Das ist ja grausam. So, ich habe schon mal alle Container hier so ein bisschen nach vorne geschleppt. So halbwegs, auf halbem Wege. Dann brauchen wir nicht mehr ganz so viel hier rumschlawinern. Oh, Leute, ich sag euch, wir werden so dermaßen ins Weltall fliegen. Guck mal, da oben, die Leute, die laufen auch immer auf der Mauer rum. Aber wir müssen nochmal auf die andere Seite der Mauer. Die Leute wollen sehen, wo es die Haifische gibt. So, ich schleppe jetzt hier die Köffers, also die Köffers, genau. Schleppen wir jetzt erstmal alle hier hoch. Es ist halt ein bisschen Arbeit, aber da müssen wir durch. So. Aber ich glaube, wenn man... Ich meine, dieses Sliden, es dauert immer einen Moment, bis man in Schwung kommt. Aber wenn man dann einmal Schwung hat... Ich weiß ja nicht, wo der vierte Container auf einmal herkommt. Der lag hier vorhin noch nicht. Ich kann euch das nicht so genau sagen. Oh, ich bin so traurig. Hat er gerade seinen Hintern zugehalten, damit er nicht aus Versehen irgendwie bergauf eine Flatulenz ist natürlich gefährlich, ist dangerous. Ja, ich habe mir bei sowas, genau bei sowas, habe ich mir schon mal einen Mittelfußknochen gebrochen. Ja, das kann schon mal vorkommen, wenn man bergauf geht. So. Aua. Ja, ich bin ein Frosch. Ihr müsst mir das nachsehen. Die Leute sagen, hey, du fällst immer voll oft um und so. Ich fall gar nicht so oft um, weil ich habe nämlich Gleichgewicht. Ihr seid ja auch Menschen. Ja, versetzt euch mal in die Lage eines Frosches, der ja eigentlich, so ziemlich auch sehr dünne Beinchen hat, ne? So ein Frosch, der hat ja auch jetzt nicht die stärksten Beine, sag ich mal, die die Natur so vorgesehen hat. Der muss ja jetzt nicht viel Gewicht halten, weil der hat ja einen voll niedrigen Schwerpunkt, weil, der ist ja eigentlich ein Vierbeiner, ne? Würde ich jetzt behaupten. Ich habe noch selten, also ich weiß nicht, ob einer von euch vielleicht Frösche hat. Es gibt ja sogar Leute, die haben Frösche. Aber ich habe noch keinen auf zwei Beinen laufen sehen. Also wenn ihr einen habt, ne, gerne Video-Antwort hochladen und... Okay. Einer noch. Dann haben wir jetzt erstmal vier Container. Dann haben wir erstmal für die Folge wenigstens einen kleinen Soll erfüllt. Wenn das nicht klappt, dann schauen wir mal, wie wir am besten hier aus dieser Festung rauskommen. Zur goldenen Kanone muss ich eigentlich. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Die goldene Kanone. Naja, wir kriegen das schon irgendwie, kriegen wir das schon hin. Bis dahin machen wir noch ganz gemütlich hier. Na, das wird auch noch nicht reichen. Bestimmt wollen die 10 Kanister oder so insgesamt. Na komm, geh hoch. Fuel Station. Hey, hat er gar nicht... Froggish! Froggish! Lass mich! Lass mich zufrieden! Ja! So, noch einen rein. Und hepp! Ah, sehr gut. Sehr gut. Ey, wo ist mein Sprit? Ah, viel fehlt aber nicht mehr. Viel fehlt aber nicht mehr. Ich meine, wir haben die Startcodes, dann haben wir getankt. Dieses kleine Spiel hält so viele tolle Überraschungen offen, ne? Ich finde das super geil, ich finde das super cool. Ja, ich schätze mal, so zwei Container-Lease werden wir noch brauchen, hä? Naja, okay. Wenn das nicht hinhaut, dann versuchen wir jetzt was anderes. Und zwar versuche ich jetzt erstmal, da hinten wieder auf diese Dächer zu kommen. Beziehungsweise, vielleicht schaffe ich es in einem
in einem Rutsch, beziehungsweise in einem... Hörst du bitte auf, da rumzufurzen immer. Das ist eine Frechheit. Ja, irgendwann ist auch mal dreist. Das ist wie bei Kindern, ja, wenn man ein Kind großzieht, ja, und am Anfang, haha, du hast gepupst, hihihi, hihi, und alle lachen. Und irgendwann denken die, das ist lustig, wenn die dann alt genug sind, und dann musst du denen das Furzen erstmal wieder abgewöhnen. Also zumindest dieses so, hey, guck mal, ich bin ein kleines süßes Mädchen, aber ich lehne mich erstmal nach rechts und lass ordentlich einen fahren, weil alle das witzig finden. Nö, ne? Eine Katze! Hier ist die Katze! Katze? Sie schnurrt. Wo muss ich die Katze hinbringen? Da unten steht jemand und winkt? Ich habe eine Katze gefunden. Au. Komm mit, Katze. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte, hier gibt's doch so eine Katzenbox irgendwo. Ups. Yes! SCP Target, you're doing a great job. Hang in there. Thanks to your support. SCP has unveiled a new system for the police to grapple with. Cool. Oh, guck mal, wenn wir eh zur Polizeistation müssen, dann nehmen wir den hier doch mit. Nicht verwechseln. Ich bin Räuber im Räuberkostüm. Ich bin undercover. Undercover Frosch bringt Verbrecher ins Gefängnis. Denn er ist Undercover Frosch. Und er bringt Räuber in Bedrängnis. Denn er ist Undercover Frosch. Und er nimmt dich gerne fest. Oh, oh, oh. Er ist Undercover Frosch. Und ist für Verbrecher wie die Pest. Und da jetzt so eine 80er, weiß ich nicht, E-Gitarrenmucke drunter legen. Und schon haben wir ein Intro für die nächste Folge. Also wenn jemand Lust hat, bitte gerne machen. Ja, Karottengamer zum Beispiel. Ich weiß, du schaust zu. Du machst doch sowas gerne. Na komm jetzt. Werde ich doch nicht so. Zack, weg mit ihm. Jawoll, Criminal. Schön eingebuchtet. So, guck mal, Alter, ein Grapple Hook. Ein Grapple Hook. Und wie kann der, wie weit kann der grappeln? Wie muss ich damit? Oh! Oh! Ui. Aha. Ich bin echter Gangster mit dem Grapple Hook. Ich habe meinen Grapple Hook verloren. Ich war ein echter Gangster mit einem Grapple Hook. Ach nö, jetzt muss ich ja wieder rüberklettern. Ach Mann. Kann ich hier rum? Ist das so eine Art Hintereingang fürs Gefängnis, bitte? Bitte sei einer. Nein. Mann, oh. Warte, vielleicht kann ich hier nicht da drauf springen. Au, schöne Abkürzung. Okay, dann grapple ich mich doch jetzt mal. Mit meinen neu errungenen Grapple Hooks. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal, versuche ich da irgendwie aufs Dach zu kommen. Jetzt hängt da oben irgendwo ein Grapple Hook fest. Und. Oh. Oh. Warum stehst du hier rum? Was ist mit dir? Hm. Zieht er dann von alleine an oder muss ich... Okay, mit der Sprungtaste mache ich das. Aber wie löse ich jetzt den Hook wieder? Anvisieren nochmal? Ah, irgendwie so. Okay. Warte, wir gehen hier... Okay, wir gehen vielleicht doch nicht darum. Aber, egal, jetzt haben wir den Hook wenigstens. Ich würde ganz gerne... Wie weit kann denn dieser Grapple-Hook eigentlich... Krass. Krass. Oh.
Loslassen, loslassen. Okay, okay. Dann bitte hier nach oben. So, jetzt können wir doch schon mal hier mal eben so ein bisschen gucken wenigstens. Wie komme ich denn mit dem... Witzig wäre halt, wenn er irgendwie... Okay, das hat jetzt auch noch nicht so geklappt, wie ich es gern hätte. Hoch! Ach, guck mal, man kann hier so ein bisschen... Vielleicht kann ich mich hier elegant nach oben schwingen irgendwie. Nee, kann ich glaube ich nicht. Aber da, sie ist direkt vor mir, die Kanone. Vielleicht, wenn ich mich hier so in die... Ach, da ist so ein kleiner Punkt, den sehe ich ja jetzt erst. Bisschen nach unten. Ja. Okay, nach oben. Nach oben. Ah, fast. Komm. Komm schon. Nein, der Grapple Hook. Er verliert Leistung. Er verliert Leistung. Ich will hier hoch. Ich komme hier um alles in der Welt. Irgendwie werde ich da hochkommen. Infinite Grapple Hook. Oh. Oh. Komm schon, Grapple Hook. Ach Mann. Shit, ey, wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn da? Ah, da. Ja. Ja. So, und jetzt? Ich bin da. Ich bin da. Wir haben es geschafft. Die goldene Kanone. Ich bin auf dem Berg. Alter. Okay, dann... Ja, wohin ist jetzt die Frage? Richtung Wasser? Richtung Wasser ist eine gute Idee, oder? Oh, da ist noch eine Kanone. Nehme ich die vielleicht als... als kleine Abkürzung. Rein flutschen hier. Oh, wow, 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 wow. Wir sind ziemlich schnell. Oh. Oho. Wir sind da. Wir sind da. Putz. Ah. Hallo. Alter, die tauchen ja hier. Richtig nice. Gibt's hier ein tolles Kostüm? Was haben wir denn da? Da muss ich ja mal reinsteigen hier in das Toiletti, hä? Da ist ein Respawn-Point. Wollen wir das haben? Ich lasse erstmal hier einen ab. Oh, sehr schön. Der Scuba-Diver hier, Alter. So, was geht denn hier ab? Na, die flätzen hier alle im Wasser rum so ein bisschen. Fahren wir Jetski oder Boot? I'm on a boat. Okay, aber wir fahren Jetski. Jetski. Komm ich da irgendwie... Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Alter, was hat der für eine Steuerung? Alter! Wow, sehr empfindliche Steuerung. Wow, schöner Sprung. Zack. Oh, was ist das denn? Haifisch! Alter! Will er mich fressen? Ich bin auf einem Jetski immerhin. Liquid Fly. Oh, sind die alle schon hinter mir her? Wow! Lass mich doch! Lass mich doch! Ich bin doch nur ein kleiner Frosch! Ich bin doch nur ein kleiner Frosch! Oh Gott! Oh nein, oh nein, oh nein! Fahr schneller, Frosch! Schneller! Wow. Was ist das? Eine grüne Glocke.
Alter, wie weit kann man denn hier raus aus Swinton? Kann ich hier gänzlich verswinden? Ich werde wahrscheinlich immer noch von Haifischen verfolgt. Irgendwo da unter Wasser sind sie. Irgendwo. Aber guck mal, wenn hier so Bojen sind, dann muss doch hier noch was sein. Ich fahre den Bojen hinterher. Ich bin ein Frosch im Taucheranzug auf dem Meer. Okay, Jetski ist schnell genug. Keine Ahnung, das sind anscheinend nur irgendwelche Leuchtdinger. Naja, aber wir fahren mal raus in die Wildnis und schauen. Wenn man erstmal einmal auf dem Wasser ist, ne, dann kann man ja mal gucken. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich von ziemlich wilden Haien gefressen und getötet. Das könnte natürlich passieren. Aber nur, weil sie denken, ich bin eine große Robbe. Ich bin eine Robbe, ich bin eine Robbe. Und ja, in der nächsten Folge, Freunde, würde ich sagen, machen wir dann die Rakete weiter. Ich habe mir nur gedacht, jetzt kann man so ein bisschen mixen, dann passiert wenigstens was. Wenn ich jetzt 15 Minuten rumlaufe und wirklich nur Benzinkanister suche, ist ja auch langweilig. Gell, Freunde? Ey, so weit sind die Haie doch nicht mitgekommen, oder? Ich wette, sobald ich stehen bleibe, lunzen die mich weg. Sind diese Lichter nur dafür da, dass, falls ich mich irgendwie verfahre oder so? Warum sind hier die Bojen? Hier muss doch... Was ist nun? Was war das? Was war das denn? Ich dachte gerade, jetzt komme ich in eine neue Dimension oder so. Da ist was. Was ist das? Ey, wie groß diese Karte ist, ne? Was der Typ hier eigentlich noch alles bauen kann, das ist ja heftig. Ey, guck mal, wenn hier doch zwei Jetskis stehen, ne? Wenn hier doch zwei Jetskis stehen. Dann muss doch. Da muss hier doch irgendwas sein. Aber anscheinend. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Kann ich hier auch hochsliden? Ach, mein wunderschöner kleiner Frosch. Ich meine, hier ist es grün auf dem Berg. Also wenn ihr irgendwo was seht in der Ferne, ruft schnell, sagt Bescheid. Aber ich sehe hier nichts. Ich meine, nach unten gerutscht bin ich schnell wieder. Aber, ich meine, schaut euch das mal an. Alter, was der Typ hier eigentlich für Möglichkeiten hat, so was er hier... Der kann ja hier Städte bauen. Der Herr Fayumu, oder wie heißt die Firma? Da steht sogar drauf. Tja, anscheinend gibt's hier nichts. Okay, dann würde ich sagen, machen wir gleich von hier oben eine schöne Rutschpartie ab, runter ins Meer. Aber ich will eben noch so Bear Grylls-mäßig die Spitze erklimmen. Das ist mein großer Plan. Da kann man auch nichts sehen, ne? Das ist nichts Besonderes. Alter, gleich sind wir oben auf der Spitze. Ich kann nicht mal mehr aufstehen. Steh doch auf, kleiner Frosch. Steh doch auf. Hier komme ich nicht mehr hoch. Ah, doch nicht. Ich muss dann immer... Naja, egal. Okay, dann machen wir jetzt den großen Bergslide. Oh. Gucken, ob wir übers Wasser flippen können. Hochgeschwindigkeitsflug. Komm schon, kleiner Frosch. Oh. Nee. Tja. Ich liege in der Sonne und bräune mich so schön. Keine Haie sind in Sicht. Oh, doch, da. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, nein.
Was ist los? Oh oh, vielleicht brauchen wir Waffen. Der Hai, er beißt! Nein! Jetzt haben sie mich. Oh Gott. Hallo, hört ihr bitte auf! Mit diesem Gruppenkuscheln hier, das ist ja unfair. So, Freunde, und damit sind wir wasted und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Amazing Frog. Vielen Dank fürs Zusehen, Bewerten, für die Tipps, Anregungen und andere Dinge, mich natürlich immer offen. Oh, 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 da ist noch ein Katzenkorb. Ist hier irgendwie Katzenbalkonparty? Naja, okay, wir haben den Katzenkorb befüllt. So, Freunde, also vielen Dank, ciao, bis zum nächsten Mal. Tüdelü, ich kann fliegen.